Hallo und herzlich willkommen jetzt hier vom PC-Schneidetisch. Ihr seht, ich bin jetzt schon hier gestartet. Ich habe geparkt hier am Vitalbad Burscheid. Das ist die Adresse im Hagen 11 bis 9. Genau, da habe ich geparkt und bin jetzt losgefahren. Ihr habt ja gesehen, da hatte ich vorhin Ecke im Hagen und Bismarckstraße, da ist ein Zugang zur Balkantrasse, weil ich auf dem Rückweg nämlich da gerne wieder über die Balkantrasse zurückkommen möchte. Ja, aber erstmal gibt es denn hier drei Berge zu bezwingen. Es geht immer mal runter und mal wieder hoch, bis man dann oben irgendwann, jetzt muss ich mal gerade schauen, den Höhenzug erreicht hat. Das ist dann die Kölner Straße. Das ist so von dem Ausgangspunkt, wo ich gerade vorhin an der Balkantrasse war, so ungefähr 2,4 Kilometer entfernt. Genau, da geht's jetzt wieder runter hier. ja, das ist ein bisschen lästig. Das bewegt sich immer diese höchsten Punkte so um die 200 Meter und hier die tiefen Stellen hier, die Dellen, so um die 180 Meter. Ja, jetzt wie gesagt geht es hier oben hoch zur Kölner Straße. Ich bin jetzt hier die Oberlandscheidstraße gefahren. Genau, und da gibt es dann auch rechts eigentlich, ich war mir jetzt nicht so ganz sicher, aber ihr seht rechts, da ist jetzt das Fahrradschild. Ich weiß auch nicht, warum der Kollege da immer auf der Landstraße fährt. Jetzt hat er es irgendwie vielleicht kapiert oder gemerkt. Weil ich finde das auch als Autofahrer eigentlich nicht so schön. Ja, jetzt muss ich auch schon wieder abbiegen. Das ist jetzt die L310. Und die nennt sich hier die Hauptstraße. Das ist auch ein bisschen blöd gemacht hier, um von der Kölner Straße abzubiegen. Muss man, ja, wenn man es denn fahrradgemäß macht. ja, hier die Kollegin sucht wahrscheinlich jetzt auch gerade irgendwie noch nach der richtigen Strecke. Also ich muss sagen, ja, ich bin jetzt hier auch mal auf der Straße kurz gefahren. Aber eigentlich ist hier rechts der Radweg. Ich bin da nur ausgewichen, weil da gerade eben die zwei älteren Leutchen unterwegs waren. Ja, hier irgendwie auch für Fahrradfahrer oder irgendwie Eisausflugsstil, Gastro, keine Ahnung. Ja, nennt sich Sapori di Sicilia Eis. Okay. Ja, und gerade eingeblendet meine Warnung. Also wie gesagt, wenn ihr das Stückchen hier fahren wollt, also hier geht es dann auch wirklich richtig mal heftig runter. Ich meine, ich hätte in Komoot gesehen, dass es stellenweise 11-13% sind. Also bitte unbedingt darauf achten, dass ihr gut funktionierende Bremsen habt. Kleiner Tipp, nicht immer durchgehend ständig bremsen, auch mal. Ja, jetzt kommt glaube ich hier das steilere Stück. Also wie gesagt, immer mal loslassen, damit die Bremsen nicht zu heiß werden. Sonst könnten die Belege glasig werden und dann wären die hart wie, ja, wie der Name sagt, nicht wie Stein, aber wie Glas. Ja, und dann funktionieren sie nicht mehr gut, ne? Also immer mal ein bisschen lüften, also mal locker lassen, dass die auch mal abkühlen können, vielleicht auch mal vorne und hinten wechseln. Ja, dann geht das. Dann kriegt ihr das hin. Ja, ihr müsst sowieso dann abbremsen, wenn ihr dann hier unten im Tal ankommt, hier bei Altenberg, dann müsst ihr nämlich hier auch eine ziemlich enge Kurve fahren, um dann zum Dom zu gelangen.
Genau. Ja, das ist nämlich jetzt hier, vorhin bin ich gerade oben hier drüber gefahren über die Straße und jetzt fahre ich unten drunter her. Ja, es sind so roundabout insgesamt von der Balkantrasse, da wo ich euch vorhin den Punkt vorgestellt habe, bis hier runter knappe 6 Kilometer. Ist übrigens auch, so wie ich es gefahren bin, eigentlich immer ganz gut auch also ein Radweg separat. Also das ist jetzt nicht das Problem, aber wie gesagt, die ersten 2,4 Kilometer geht es immer ein bisschen rauf und runter. Ich würde vielleicht beim nächsten Mal eine etwas andere Route ab Burscheid fahren, ein bisschen nördlicher, wie auch immer. Ja, hier jetzt ein paar schöne Eindrücke von den Bauwerken hier unten. Ich weiß gar nicht, ob das auch noch als Kloster hier überhaupt aktiv ist. Ob hier Mönche sind. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte die Gastro leider zu. Denn ansonsten hätte ich mich da auch gerne mal reingesetzt. Aber so musste ich dann zu dem Parkplatzkiosk. Das ist allerdings sicher auch nicht schlecht, wo die ganzen Biker sind. Muss man allerdings vielleicht auch mal ein bisschen Qualm in Kauf nehmen. Aber dafür war die Riesenbockwurst da, wie ihr gesehen habt, die war okay. Ja, und hier jetzt nochmal ein schöner Blick auf den Altenberger Dom. Ich habe das jetzt auch noch als Foto. Ja, bevor ich es vergesse, wie gesagt, natürlich mal. In Sachen Eigenreklame nicht vergessen, Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat, da zu lassen. Und ganz besonders würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Ja, und die wichtigen Sachen unter dem Video findet ihr natürlich auch den Komoot-Link, wo ihr dann die Tour entsprechend ja, als GPS-File oder wie auch immer für eure GPS-Geräte runterladen könnt. Ihr könnt ja auch, es gibt ja auch die Funktion am PC, ihr könnt das ja auch als Vorlage nehmen, ihr könnt die Tour dann abändern, wie ihr möchtet. Und meistens tue ich ja die, ja, hier war jetzt übrigens auch interessant, auch auf der Fahrbahn erlaubt. Ich weiß nur nicht warum, also warum sollte ich auf der Fahrbahn fahren, wenn hier der Radweg sowieso viel besser ist? Also ich bin da kein Fan von. Also wie gesagt, ne, mit dem Komoot-Link könnt ihr da alle Daten finden. Und meistens tue ich dann auch den Link rein. Ja, hier dürfen Fahrräder leider vorne nicht abgestellt werden. Okay, kann man irgendwo ein bisschen verstehen. Da war nämlich auch schon eine Scheibe kaputt. Okay, und es ist ein bisschen schwierig hier mit einer Hand dann auch ein Foto zu machen für Komoot mit dem Eis. Also wie gesagt, ihr findet dann in der Regel den Link, tue ich rein, so wie ich die Tour gefahren bin. Da sind ja auch dann Fotos zu finden. Vor allen Dingen das Schöne ist, ich sage es immer wieder, die Fotos werden ja in Komoot auch verortet, also so wie man die Route gefahren ist und dort, wo man die Fotos gemacht hat, kann man die dann auch auf der Karte genau zuordnen. Ja, kurz hinter Odenthal, das war jetzt übrigens Eisessen in Odenthal und da habe ich so einen kleinen Schlenker eingeplant, weil ihr wisst ja, ich bin ja kein Fan von, selbst wenn ein Radweg da ist, neben einer Landstraße oder einer Bundesstraße, ich finde das nicht immer so schön mit dem Lärm, mit dem Krach, mit dem Gestank. Die Motorräder nerven. Jo, und hier habe ich dann auch einen kleinen Abzweig gefunden. Flüsschen dünn hier zur Linken. Und ihr seht, schon ist es wieder richtig schön idyllisch. Na, so kann man einen kleinen Schlenker machen. Hat übrigens den Vorteil, dass ich da bei Rotbroich, so hieß das hier, auch eigentlich die Altenberger Domstraße und die Schlebuscher Straße, die machen da nämlich einen Schlenker, wie gesagt, über den
über das Örtchen wie so ein Dreieck und da habe ich dann eigentlich also auch ein bisschen Kilometer gespart. Ja, hier mal so ein Blick in mein vorderes Cockpit, dort wo ich immer das zweite Handy habe, um Komoot drauf zu haben. Hier rechts kommt jetzt übrigens auch schon gleich eine Walnussfarm. Die haben wohl da Bäume mit Walnüsse und die verkaufen die auch. Und da war ja noch ein Schild, was mit Bärlauch, wenn die Saison ist. Ja, hier der Abzweig war auch ein bisschen versteckt. Und was ich war erst hier ein bisschen irritiert, weil ich gar nicht gesehen habe, dass es hier der kleine Weg dann weitergeht. Aber gut, ne? Ist immer ganz gut, wenn man alles in Komoot plant. Jetzt geht es auch wieder hier an der Dünnlang und ihr seht, ich habe mal hier so eine kleine bzw. etwas längere Sequenz drin gelassen, weil der Weg einfach so schön ist. Also ich finde das immer echt schön, wenn man dann, also ich stehe halt auf sowas, ne? Das ist so. Ja, hier war es dann auch ein bisschen tricky. Ich habe erst gleich da hinten, ein Stückchen weiter, habe ich eigentlich den Abzweig verpasst. Das ist ja hier jetzt Schlebuscher Gebiet, hier ein bisschen südlich. Und ja, naja, wie gesagt, also ihr dürft euch dann nicht irritieren lassen von da, weil das ist immer so ein bisschen der Nachteil. Wenn ich euch den Link da unter dem Video zur Verfügung stelle, so wie ich es gefahren bin, da sind natürlich auch die, die Sachen drin, wo ich mich verfahren habe. Ne? Also da müsst ihr dann natürlich gucken. So, ja, dann hier eben einen schönen Kiosk, weil irgendwie hatte ich dann doch mal, den hatte ich mir eigentlich auch schon bei der Planung in Komoot ausgesucht für den Fall. Ich tue mir da immer schon mal so ein paar Abzweige rein, für den Fall, dass ich sie brauche. Bäcker, Kiosk für ein Eis oder für was zu trinken oder was weiß ich, ne, was man so alles braucht. Und ich fand den hier total urig, ne? So ein richtiger Kiosk, so wie ich das so als Kind kenne. Ne? Ja, Vorteil ist, nur ein paar Meter weiter hier, kann man dann schon wieder abbiegen und schon ist man wieder im Grün und dann geht es hier schon wieder an der Dünnlang. Ja, und da, also dann. Tschüss. Ja, da war dann eine Radlerin, die hatte ein bisschen Probleme. Ich habe gefragt, ob ich helfen kann. Übrigens von dieser Stelle aus noch mal schöne Grüße. Ich hoffe, dass Vorderrad hat am Schutzblech jetzt nicht mehr so doll geschliffen. Ansonsten noch mal vielleicht in die Fahrradwerkstatt oder jemanden nachgucken lassen, der so ein bisschen handwerklich geschickt ist. Ja, das mache ich halt dann auch unterwegs. Wenn es denn angenommen wird oder gewollt ist, helfe ich also auch gerne mal weiter. Ja, wie gesagt, so ab Schlebusch ist es eigentlich sehr schön, auch so mit der Dünn, auch wenn hier immer mal so ein bisschen zicki-zacki ist und hier so eine Sportplatzgeschichte, wo man drumrum muss, aber im Großen und Ganzen, ihr seht, ne, das ist sehr schön hier, sehr angenehm. Also das finde ich dann schon immer klasse. Ja, das ist irgendwie sehr entspannt. Hat man sehr schön gemacht hier, immer an der Dünn entlang. Und ja, ich finde es wirklich schön. Ja, ihr wisst ja, ne, ich bin ja Fan davon, immer so viel wie möglich Grünzeug und ja. Ne, deswegen, ja, hier oben drüber wird jetzt wohl, glaube ich, die Autobahn sein, die A3. Witzigerweise habe ich da gar nicht jetzt so viel Lärm gehört.
ich finde. Und hier rechts ist dann auch die Bay-Arena. Ist ja jetzt für manche auch ein Thema, weil Leverkusen ja quasi schon deutscher Meister ist. Ja, von dieser Stelle aus auch nochmal die herzlichsten Glückwünsche nachträglich, beziehungsweise ist ja eigentlich auch noch nicht offiziell. Ja, ne? Und ihr seht, wie schön diese Fußballstadion hier gelegen ist. Also hier an der Dünn, wie gesagt, das ist wirklich die Dünn entlang, ein ganz toller Radweg, den man da so ab Schlebusch auch wirklich toll radeln kann. Bis Leverkusen Mitte quasi sogar. Das ist schon echt toll. Also das finde ich richtig, richtig klasse. Ja gut, jetzt muss ich hier nochmal irgendwie über ein Brückchen. Leute stehen dann immer genau da, wo sie nicht sollen. Das ist dann auch nicht so sehr schön. Hier war dann eine Treppe. Okay, zum Glück gab es hier dann links eine unterarmbreite, glatte Spur, also eine Rollhilfe. Ob das jetzt immer speziell für Fahrräder ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall konnte ich da ohne Probleme runterrollen. Alles gut. Und damit kein Problem. Ja, dann geht es hier unter der Eisenbahn drunter her. Eisenbahnstrecke hier zwischen Düsseldorf und Köln. Und ja, da ist aber alles noch so ein bisschen so Baustellenkram. Und oben drüber, jetzt geht es nämlich berghoch, das ist dann so ein Fußgänger-Radfahrer-Überflieger-Ding hier, wo es dann irgendwie hier zu dem Rathausgalerie Leverkusen, die ist jetzt hier geradeaus vorauszusehen, dieses rundliche Gebäude, und das ist dann auch schon der Beginn, je nachdem aus welcher Richtung man kommt, der Beginn oder das Ende der Fußgängerzone, die dann hier an die B8 angrenzt. Gut, das hatte ich jetzt so für mich so ein bisschen eingeplant, um, ja, da war gerade Fußgängerschild, aber darunter Fahrräder frei, wobei ich nicht weiß, also hier rechts unten drunter durch die Galerie, keine Ahnung, ob das jetzt da so auch für galt, ich habe jetzt nichts Widersprüchliches gesehen. Okay, dann bin ich hier beim Backwerk vorbeigekommen und da habe ich gedacht, dir fehlt doch noch ein paar Teilchen. Genau, und da habe ich mir dann was mitgenommen. Kaffee habe ich mir jetzt irgendwie gar nicht geholt. War schon ein bisschen zu warm. Ich hatte hier Apfelschorle am Kiosk geholt. Und dann habe ich gedacht, komm, Kaffee muss jetzt auch nicht sein. Warm genug ist es schon. Und ihr habt ja vielleicht vorhin gesehen, wo ich da das Eis gegessen habe in Odenthal. Das lief schon runter. So schnell konnte ich gar nicht das Foto für Komoot machen. Naja, wie auch immer. Gut, jetzt habe ich, ich bin jetzt hier immer Richtung Westen unterwegs. Also quasi Richtung Rhein von der Fußgängerzone aus. Und ja, und irgendwann da unten, hier an dieser Stelle, biege ich jetzt rechts ab. Also höchstens noch 20, 30 Meter geschätzt, da wäre ich da unten am Rhein angekommen. Ja, jetzt schlage ich mich hier so ein bisschen durch die Nebenstraßen durch. Ihr seht ja, das ist ziemlich entspannt hier. Nichts los, nicht viel, Gott sei Dank. Ich bin ja, wie gesagt, kein Fan von vielen Autos. Aber so Wohngegend, Nebenstraßen, ja, warum nicht, ne? Das ist schon okay. Kann man machen. Genau. Sollte jetzt Richtung eigentlich Autobahn A1 gehen.
Wobei ich jetzt, genau, das ist jetzt da voraus, die Baustelle, mit der, wo jetzt quasi die ganzen Bauarbeiten zu der neuen A1 Leverkusener Autobahnbrücke sind. Und ihr seht, da stehen noch irgendwie ein paar Pfosten oder sind ein paar neue, die da hochgezogen werden. Ich weiß das alles nicht so genau, was die hier vorhaben. Jedenfalls fand ich das ein bisschen kacke, weil ich nicht so fahren konnte, wie ich wollte. Komoot hatte mir das eigentlich als Fahrweg angeboten. So wollte ich auf jeden Fall eigentlich nicht fahren. Ich habe das jetzt auch mal in Zeitraffer gemacht, weil ich mich jetzt hier auf der vielbefahrenen Straße befunden habe, aber es war ja nur ein kurzes Stück. Trotz alledem, ne, ihr seht jetzt hier Radweg, dann bin ich hier ein bisschen über die Wiese und hier jetzt die Kreuzung bzw. die Straße gekreuzt und dann musste ich wieder ein Stück zurückfahren, weil ich eigentlich hier links hätte, wenn ich jetzt die Abkürzung genommen hätte, über die Straße gemusst hätte. Aber naja, weil die Straße war ja auch jetzt wirklich ein bisschen breit und da in der Mitte mit dem Fahrrad rumstehen, glaube ich nicht, dass das so prickelnd gut gekommen wäre. Deswegen habe ich es dann so gemacht, wie es quasi halbwegs vorgeschrieben war. Ja, dann geht es hier weiter, die Dünen. Dann kommt schon, dann kommt jemand mit dem Fahrrad mit lauter Musik. Und wie gesagt, dann kommt hier schon wieder die nächste Stelle, wo man auch wieder ein bisschen blöd die Straße queren muss. Aber wie gesagt, das sind alles eigentlich, das hält sich alles ein bisschen in Grenzen. Eigentlich alles okay und ja, hier mal wieder noch eine Unterquerung der Bahnstrecke. Das ist immer noch die Strecke, die zwischen Düsseldorf und Köln die Hauptverbindungsstrecke ist, die parallel zum Rhein verläuft. Ja, und ihr seht, jetzt wird es auch wieder schön idyllisch. Das ist dann auch ein Stückchen hier jetzt an der Wupper. An der Stelle habe ich jetzt auch wieder ein Foto gemacht. Findet ihr, wie gesagt, in Komoot. Manche Fotos tue ich jetzt hier im Video nicht unbedingt mit rein. Ja, und hier das nächste Foto, weil ich diese bläulichen Blümchen ganz toll fand. Ja, das sind Hasenglöckchen, ich weiß. Beziehungsweise ich habe von unterwegs auf Facebook ein Bild, ein Foto gepostet und habe gefragt, ob jemand weiß, was das sind. Und deswegen alles kein Problem. Genau, meine Frau hat mir das auch schon geschickt und dann kamen aber auch die Antworten in Facebook. Ja, hier jetzt ein Stückchen, weil das ein Schleichweg ist, ein bisschen tricky, ist aber tatsächlich, wie ihr vielleicht vorhin gesehen habt, als Radweg ausgewiesen. Da sind nämlich auch Schienen da über die Brücke, also rechts und links, glaube ich sogar, wo man dann sein Fahrrad hochschieben kann. Aber ich musste dann wieder ein Stückchen zurück. Und ihr seht, das ist jetzt ein nicht wirklich, ne? Ihr seht schon von der Qualität, toller Weg, ne? War schon froh, dass das trocken war und jetzt nicht so ganz Matsche. Ja, jetzt ist so ein kleiner Sprung. Jetzt fehlen mir so ein paar Kilometer, weil die Kamera schlapp gemacht hat. Akku alle, musste ich dann laden. Ich bin jetzt hier schon am Naturgut Obhofen, so heißt das, in Opladen. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, der Weg sehr schön bis hierhin. Sind auch nur ein paar Kilometer. Also diesen Naturhof Obhofen kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Ihr seht ja, ne, das ist, gehört hier alles dazu, zu dem Gelände. Schade, dass es noch kein Geruchsfernsehen gibt, weil der Weißdorn war nämlich am Blühen und roch sehr, sehr intensiv, war wunderschön. Also es lohnt sich da mal durch zu radeln, ist auch, glaube ich, erlaubt. Also es ist jetzt nicht verboten, da durch zu radeln.
Ja, hier war dann auch, kaum bin ich durch das Gatter durch, irgendwie hat dann jemand da Blümchen, das war direkt schräg gegenüber von dem Ausgang da von dem Gelände Obhofen. Alles so Pflanzen, wahrscheinlich einfach so zum Mitnehmen. Foto findet ihr auch in Komoot. Blöd war jetzt von hier aus, von der Straße, ihr seht, ne? Wieder Drängelgitter mit Taschen rechts und links, vorne und hinten. Am Fahrrad nicht so schön, da durchzukommen. Und dann ist das direkt dahinter auch noch steil. Also ich weiß nicht, was sich so manche Leute, die das so installieren wollen, lassen. Ja, ein Stückchen höher die Parallelstraße, dann auch hier der Zugang zu der Balkantrasse, auch wieder mit so einem Drängelgitter. Und das ist auch alles ein bisschen steil, also man kann ja da nicht mit Karacho durchfahren. So, und dann bin ich jetzt hier ein Stückchen auf der Balkantrasse gefahren und jetzt kommt hier ein Päuschen, was ich machen wollte. Ich habe gedacht, es ist jetzt schon ein bisschen spät, aber trotzdem. Ne? Ihr seht ja, meine Apfelschorle, meine Wasserflasche und die Berliner Ballen und noch ein Teilchen aus dem Backwerkladen. Genau, das habe ich da zu mir genommen, war lecker, alles super gut. Und jetzt geht es weiter auf der Balkantrasse, die restlichen Kilometer, die ich dann bis zum Auto habe. Also die Balkantrasse führt jetzt wirklich fast vom Bahnhof Opladen aus bis rauf nach Remscheid-Lennep kann man das fahren. Man kann aber auch noch weiterfahren. Und zwar bis nach, wenn man an den Bergisch Born quasi ja, dann rechts abbiegt und nicht geradeaus fährt zum nach Remscheid-Lennep. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Kilometer das insgesamt sind, aber das ist auf jeden Fall schon ganz ordentlich. Also von daher alles gut. Also wer das mag, wer das möchte, als ordentliche lange Tour für ein... Das kann man dann auch mit dem Fahrradbus fahren. Ne? Also man kann... Der Fahrradbus fährt von Opladen bis nach Marienheide. Das ist dann die ganz, ganz lange Strecke. Wie ich schon sagte, von Opladen kann man dann hochfahren über Burscheid, Wermelskirchen, dann in Bergisch Born abbiegen, über Hülkeswagen, Wipperfürth und dann Marienheide. Und der Fahrradbus fährt also tatsächlich von Opladen bis Marienheide. Muss man sich überlegen, wie man mit dem Fahrrad fahren möchte, ob man jetzt hier... Es geht ja von Opladen bis nach Bergisch Born immer bergauf. Oder ob man eben lieber andersrum fährt. Ja, ihr seht, die Sonne hat noch richtig ein bisschen, ist noch schön rausgekommen. Nicht viel los hier auf der Trasse an dem Tag. Ich bin hier schon öfters hergefahren, da war hier richtig viel Betrieb. Von daher, also war ich jetzt auch nicht unbedingt traurig, weil es ist wirklich schön, die Ruhe, die Stille. Ja gut, wenn man natürlich durch diversen Örtchen kommt, ist das dann schon mal ein bisschen mehr los. So, ich bin jetzt hier auch an meinem Ausgangspunkt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, würde mich über einen Daumen hoch und ein Abo sehr freuen. Und ihr dürft euch schon auf das nächste Video freuen. Winke, winke, macht's gut und immer pannenfreie Fahrt für euch. Tschüss!